Als Holzrücken oder auch einfach Rücken bezeichnet man den Transport von gefällten Bäumen innerhalb des Waldes zu einem Weg, von dem aus die Gestämme zum Beispiel per Langholzwagen abtransportiert werden. Besondere Tradition hatte das Holzrücken mit Rückpferden in Berggebieten. Der Beruf des Holzrückers hat aufgrund des Maschineneinsatzes in der modernen Forstwirtschaft stark an Bedeutung verloren. Wird jedoch in der naturnahen Waldwirtschaft wieder belebt, da mit dem Rückpferd weniger Schäden am Baumbestand entstehen und der Boden weniger verdichtet wird. Diese Aufnahmen entstanden bei Stolberg im Heiligen Wald. Thank you.
Hier, mit. Mit. Dann.